Eine sehr gelungene Buchpräsentation erlebten 50 Gäste in Delitzsch. Der Autor Jens Fries stellte sein Buch Die Reise der Martha Gundlach vor. 90 Minuten, die unterhaltend recht schnell vergingen. Eine ernste, bewegende und authentische Lebensgeschichte. Ich würde vielleicht zu Beginn zwei Kapitel mal vorlesen, um so den Einstieg zu kriegen, und beginne an sich normalerweise mit dem Tod. An sich ist es ein großer Kreislauf unseres Lebens. Ja? Wo kommt man an sich her? Wo fängt man an? Irgendwann wird irgendwas enden. Und ich würde einfach mal, wie gesagt, zwei Kapitel vorlesen. Abspannen. Der Fernseher lief, ein Tatort von welchem Sender auch immer. Im Haus waren die Dialoge des Films zu hören. Martha saß in ihrem Fernsehsessel. Den hatte sie sich noch vor 3 Jahren von einem Außendienstvertreter an der Haustür aufschwatzen lassen. Aber er war bequem. Ein Ohrensessel, hohe Lehne, das war gut, weil der Rücken immer so wehtat. Und was sie auch noch toll fand, war, dass der Sessel, wenn er sich nach hinten lehnte, eine Fußstütze ausfuhr, sodass man die Füße hochlegen konnte. Die Reise der Martha Gundlach erschienen im Engelsdorfer Verlag Leipzig. Viele Jahre nach Kriegsende blickte Martha Gundlach auf ihr Leben zurück. Es ist für sie eine Lebensreise in ihre Vergangenheit. Ihre Erinnerungen reichen von ihrer Kindheit, der Nachkriegszeit und ihrem Leben in der DDR, alles voller Vitalität bis in die Gegenwart, in der sie das Älterwerden meistern muss. Es sind glückliche, aber auch schmerzvolle Erinnerungen. Erzählen sie doch von Liebe, Verlust und Neubeginn. Wo kommt man her? Was hat man erlebt und wie enden Lebenswege? Aus Fiktion, Gehörtem und Selbsterlebten wird Erzähltes. Ein lesenswertes Buch, das zum Nachdenken anregen soll und dies auch tut. Sie war nicht hier in Bitterfeld geboren und war, wie man landläufig sagte, durch die Wirren des Weltkrieges hierher gekommen. Damals war sein Dorf weit ab vom Schuss, direkt am Fluss gelegen. Leichte kleine Hügel, Bäume, wundervolles Grün, der Duft nach Heu, besonders im Sommer. Und auf einmal erschien ihr wieder ihr Zuhause, ihr erstes Zuhause, ehe sie ihr Leben gefunden hatte. Sie erinnerte sich nur wenig an ihre Mutter und ihr Vater. Der Autor Jens Fries versteht sich als Lebensbeschreiber. Jahrgang 1962, geboren in Dessau, lebt in Delitzsch bei Leipzig. Vater von 2 Kindern, dann später typisches Patchwork mit 5 Söhnen, nach der Armeezeit im öffentlichen Dienst tätig, seit 2000 selbstständig als Qualitätsberater für Pflegeeinrichtungen, ist Begründer des Bundeswettbewerbs Bester Schüler in der Alten- und Krankenpflege, entwickelte die Pflegeverfügung, das Projekt Elinor und ist Vorsitzender eines Wohlfahrtkreisverbandes. Besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Verknüpfung gesellschaftlicher Entwicklungen mit persönlichen Biografien. Was sagt der Autor selbst? Ah ja, es ist ein Roman. Ich muss sagen, es ist tatsächlich eine Lebensgeschichte einer 85-jährigen Frau, die einfach mal zurückblickt, was ihr so im Leben so passiert ist. Mhm. Wie sind Sie drauf gekommen, gerade von einer 85-jährigen Frau zu schreiben? Ich muss dazu sagen, es sind mehrere Personen, die da spielen. Es ist nicht der Lebensroman meiner Mutter, das muss ich dazu sagen. Sie spielt eine Rolle mit den Teilepisoden, meine Schwiegermutter auch, aber es ist eben auch eine fiktive Frau und ich bin im Altenpflegebereich tätig und mich haben immer Biografien fasziniert. Wir lesen am Anfang vom Tod und am Ende vom Tod. Warum? Das ist so der Kreislauf des Lebens. Ja. Man beginnt dann, geht natürlich dann auch schon los mit der Geburt von Martha, aber das, was sie dann durchstehen muss, teilweise ist sehr heftig. Wir reden ja von Personen, die teilweise noch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben oder danach, dann die Nachkriegszeit, die DDR. Man erlebt auch die Jugendlieben, die dazugehören. Aber es wird dann auch im Alter dramatisch, wie gehen Menschen mit dem Alter um. Durch die Präsentation führte Frau Anke Tietmann, Geschäftsführerin des Volkssolidaritätskreisverbandes Nordsachsen. Erste Reaktionen zum Buch bekam der Autor bereits bei der sich direkt anschließenden Autogrammstunde. Und das ist so herrlich, Dirk. Glückwunsch. Und ich möchte ein signiertes.
Du wolltest mich immer mal, dass ich das Buch lese und beurteile. Lieber nicht. Du bist nie dazu gekommen. Ich möchte dir ganz herzlich gratulieren zu dem Buch. Es hat mich unheimlich beeindruckt. Ich habe es ja schon gelesen. Danke. Hast in mir Erinnerungen geweckt? Nee. Das ist mir Bosch. Das Buch Die Reise der Martha Gundlach ist ab sofort erhältlich. Was kriegst du?